Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es nach langer Zeit wieder eine Review eines Gaming Boosters. Heute geht es um den Gaming Booster aus den USA, Rogue Energy. Und sie wollen wohl G Fuel so ein bisschen Konkurrenz machen und ob sie wirklich eine Konkurrenz sind und wie sie sich im Vergleich mit den deutschen Gaming Boostern schlagen, erfahrt ihr in diesem Video. Falls ihr übrigens irgendeine Frage habt bezüglich des Boosters hier, den ich heute ja teste und ich das nicht im Video beantwortet habe, dann schreibt einfach eine Direct Message an Dominic Byrne auf Instagram. Wie gewohnt ziehe ich zur Bewertung meine 8 Kriterien ran, die da wären: Versand, Geruch, Farbe, Inhaltsstoffe, Löslichkeit, Geschmack, Wirkung und zuletzt noch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir zum Versand direkt. Der Versand hat etwa so 2,5 Wochen gedauert. Ich habe das Testpaket bestellt für $18.53, also ungefähr 17 Euro. Davon waren etwa 6 Euro Versandkosten. Ich fand es auch mega witzig, dass es dort ein Partnerprogramm gibt, an dem eigentlich jeder teilnehmen kann. Das heißt, ich hatte mich da einfach kurz registriert und da einen eigenen Rabattcode dann erstellt und auch verwendet. Und dadurch habe ich dann halt einfach nochmal einen Euro sparen können. In dem Testpaket waren dann auch noch neben einem Shaker die Tester für die Geschmacksrichtungen Berry Pomegranate, Mango Pineapple, Pink Lemonade, Blue Raspberry und Peach Iced Tea. Besonders auf die letzten zwei Geschmacksrichtungen war ich echt gespannt, da ich dort einen Vergleich zu G Fuel bzw. Trial Plus ziehen kann. Machen wir direkt weiter mit dem Geruch. Mango riecht vor dem Shaken ja eher nach Red Bull, was mich echt überrascht hat. Irgendwie so auch ein bisschen nach Gummibärchen natürlich. Nach dem Shaken riecht es dann eigentlich nur noch nach Ananas und eigentlich gar nicht nach Mango. Bei Eistee war es so, dass es vorher nach dem Streusel-Eistee riecht, den ihr bestimmt auch kennt. Nachher riecht es dann eigentlich gar nicht mehr so nach Eistee, sondern eher fruchtiger, so in die Richtung Aprikose, Nektarine. Pomegranate riecht nach, also vorher nach Traubenzucker und danach riecht es wirklich undefinierbar. Also man kann nicht sagen, ja, es riecht irgendwie nach Granatapfel oder so, sondern es riecht einfach nach irgendwas, aber man kann es nicht zuordnen. Pink Lemonade riecht vorher echt eklig und nur ganz leicht nach Zitrus und nach dem Shaken riecht es nach einer Brausentablette und ja, irgendwie leicht nach einer Zitrusfrucht. Bei Blue Raspberry ist es vorher so, dass es ganz leicht nach Himbeer riecht und nach dem Shaken riecht es wirklich fast 1:1 wie Level Up Blue Crush. Bei der Farbe, da kann ich schon mal vorweg sagen, dass es echt gut aussieht. Das hat mich wirklich überrascht und ich habe mir auch überlegt, wieder hier ein paar Clips einzublenden, auch in den Reviews jetzt, weil das in den vorherigen Videos sehr gut ankam. Wie auch in den letzten Videos zeige ich erstmal euch das Pulver an sich, dann wie ich das Ganze in den Shaker leere und dann wie das Ganze nach dem Shaken aussieht. Und ich zeige euch auch die Geschmacksrichtungen, wie eben in der Reihenfolge genannt. Also erstmal Mango, dann Eistee, dann Pomegranate. Also ich nenne es jetzt einfach Granatapfel, Pink Lemonade und Blue Raspberry dann zum Schluss. Machen wir weiter mit den Inhaltsstoffen. Da gibt es einen Energiekomplex, nennen sie das, von 2 Gramm. Da ist einmal Carnitin drin, also das normale, nicht L-Carnitin. Citrullin und Taurin, dann noch Glykoronolacton, was ja stimulierend wirkt, also wird dann auch häufig bei Energy Drinks verwendet in Kombination mit Koffein und Taurin. Dann haben wir noch 175 Milligramm Koffein pro Portion, was ich eigentlich ganz gut finde, aber was halt einfach fehlt, ist das Guarana hier. Also am besten finde ich 200 Milligramm pro Portion Koffein, aber davon sollen 100 Milligramm aus dem Guarana sein. Dann gibt es noch die Focus Matrix mit 1,5 Gramm, da ist dann Tyrosin, Phenylalanin und Theanin drin. Dann haben wir als Süßungsmittel Sucralose und was noch auch interessant ist zu nennen, ist, dass Maltodextrin wieder drin ist, was ich ja nicht so toll finde. Das Problem ist, bei den Amis weiß man halt einfach nie, wie viel ist jetzt wirklich von den einzelnen Stoffen drin. Das Einzige, was genannt ist, also was exakt genannt wird, ist Koffein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Tyrosin ist da genau drin, wie viel Theanin ist da drin. Deswegen kann ich es jetzt nicht wirklich mit Level Up oder ja Trial Plus zum Beispiel vergleichen, weil ich jetzt einfach nicht weiß, wie viel ist da insgesamt drin. Kommen wir nun zur Löslichkeit. Die Löslichkeit ist wirklich extrem gut. Es ist wirklich einer der besten Gaming Booster, also von der Löslichkeit her. Und es lagert sich eigentlich auch unten gar nichts ab. Was die meisten jetzt wahrscheinlich eher interessieren wird, ist ja, wie schmeckt das Ganze? Also kommen wir jetzt zum Geschmack. Pomegranate, also Granatapfel und Pineapple sind reduziert auf der Webseite, deswegen nehme ich mal an, dass sie nicht so beliebt sind und das hat sich eigentlich auch im Geschmack wieder gezeigt. Berry Pomegranate schmeckt wirklich nur extrem leicht nach Beere und nach noch was anderem nicht definierbares, also schmeckt sehr schlecht eigentlich und ich würde es auch nicht empfehlen zu kaufen. Mango Pineapple schmeckt ganz gut, aber eher nur am Anfang und danach, also der Nachgeschmack ist dann irgendwie komisch und plötzlich schmeckt es dann auch gar nicht mehr nach Ananas. Und die Mango schmeckt man auch gar nicht raus. Also es war wie beim Geruch, so war auch dann der Geschmack. Pink Lemonade schmeckt nach einer sauren Brausetablette einfach. Also auch wie der Geruch ist, so ist auch der Geschmack. Ja, es ist eher so ein Zitronengeschmack einfach. Sieht halt zwar ganz toll aus, schmeckt aber nicht so gut. Dann zu Peach Iced Tea. Schmeckt sehr natürlich und kaum nach Pfirsich. Ist auch der beste Geschmack, muss ich sagen. Und es ist auch besser als bei Try Hard Plus, denn dort gibt es auch Eistee Pfirsich. Aber dort hatte ich ja bemängelt, dass es fast schon zu natürlich schmeckt. Beim Eistee-Geschmack will
natürlicher, dass es auch ja, etwas mehr Süße drin ist. Und das stört mich auch nicht, wenn es ja etwas künstlicher schmeckt einfach. Kommen wir dann zu Blue Raspberry. Da war ich auch sehr gespannt, weil das Ganze ja nach ja, Blue Crush von Level Up riecht. Aber vom Geschmack her schmeckt es wirklich nur ganz, ganz leicht nach Himbeere und auch etwas säuerlich. Aber auch hier ist wieder der Nachgeschmack echt komisch und deswegen ist auch nicht so gut. Blue Raspberry finde ich jetzt bei Level Up zum Beispiel besser als hier bei Rogue. Kommen wir nun zur Wirkung. Die ist auch ganz gut, da ja auch die Inhaltsstoffe ganz gut sind. Aber es gibt halt einfach bessere in Deutschland, muss man einfach ganz klar sagen. Es fehlt, wie gesagt, das Guarana. Das Carnitin ist kein L-Carnitin. Ja, die Koffeinmenge ist aber in Ordnung. Ein paar Leute hat mich auch gefragt, ja, was findest du überhaupt bei Guarana so gut? Ist einfach so, dass man eine eher langwirkende und auch konstante Wachheit dadurch kriegt, als wenn man jetzt nur zum Beispiel Koffein nimmt. Ja, nochmal zur Wirkung. Ich hatte vor dem Stream eine Portion vom Rogue Energy genommen. Also ich hatte 2 Stunden gestreamt, dann war ich fertig. Und ja, da war auch schon gefühlt so die Wirkung weg von dem Gaming Booster. Kommen wir nun zur letzten ja, Kategorie oder zum letzten Kriterium, und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Dose kostet $30 und bietet 30 Servings, also 30 Portionen. Da kommen dann natürlich noch die Versandkosten drauf, die mittlerweile ganz okay sind, denn vorher lagen die irgendwie bei $20 bis $30 nach Deutschland. Also ist genauso viel wie eine Dose, deswegen hatte ich da nicht bestellt, aber jetzt haben die irgendwie eine Partnerschaft mit American Mail oder keine Ahnung, wie das da heißt. Also sozusagen die deutsche Post, das Pendant dazu. Deswegen ist es jetzt in Ordnung von den Versandkosten her und ich würde sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Peach Ice Tea zumindest ganz in Ordnung. Bei den anderen, nee. Also weil das halt einfach nicht gut schmeckt, würde ich auch sagen, passt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so. Und auch die Inhaltsstoffe sind jetzt auch nicht so krass überzeugend. Kommen wir nun jetzt also zum Fazit. Der Booster sah von den Inhaltsstoffen her echt vielversprechend aus. Auch farblich macht es einen sehr guten Eindruck, doch schon beim Geruch und anschließend dann auch beim Geschmack war die anfängliche Euphorie sehr schnell weg. Das Preis-Leistungs-Verhältnis für Peach Ice Tea ist in Ordnung, aber auch bei den anderen Geschmäckern, wie gesagt, eher schlecht. Auch von der Wirkung her gibt es deutlich bessere in Deutschland und ich würde den Kauf des Rogue Energy Game Boosters eher nicht weiterempfehlen. Eben konntet ihr dann jetzt auch noch die einzelnen Punktzahlen pro Kategorie bzw. pro Kriterium sehen und schauen wir uns jetzt mal das Ganze in der Tabelle an, also die Gesamtpunktzahl. Dort fällt auf, dass Rogue Energy es nicht auf eine der vorderen Plätze geschafft hat, jetzt aber auch nicht der allerschlimmste Game Booster auf dem Markt ist. Wie zu Beginn gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt eine Direct Message an Dominic Byrne, also das ist mein Insta-Name. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.